Und etwas ganz anderes, ein Art Sachbuch habe ich Ihnen mitgebracht, das mich tief beeindruckt hat. Uwe Wittstock, Februar 33, Der Winter der Literatur, erschienen bei C.H. Beck. Das Wort Sachbuch trifft es hier nicht so ganz, denn die faszinierende Art, in der dieser Text aufgebaut ist, ist mehr als ein Sachbuch. Der Autor, das möchte ich vorweg schicken, ist ein versierter Journalist. Unter anderem war er Kulturkorrespondent für die Welt, war verantwortlich für den Literaturteil der Frankfurter Allgemeinen und Lektor bei den S. Fischer Verlagen. Seine Laufbahn macht ihn zum idealen Chronisten über das Schicksal unzähliger Schriftstellerinnen und Schriftsteller nach dem 30. Januar 1933, dem Regierungsantritt der Nationalsozialisten. Das ist das Thema des Buches, deshalb der Titel Februar 33. Jeder Tag des Monats 1933, des Monats Februar 1933, hat im Buch eine Art Tagebucheintrag, in dem wir erfahren, wie Berühmtheiten wie Bertolt Brecht, Mascha Kaleko, Erich Kästner, Else Lasker-Schüler und die legendäre Schriftstellerfamilie um den Nobelpreisträger Thomas Mann und seinen Bruder Heinrich und auch noch unbekannte Autorinnen und Autoren mit der quasi über Nacht veränderten politischen Lage umgehen. Es sind elegant geschriebene kleine Miniaturen. Ein Beispiel möchte ich Ihnen nennen. Das Kapitel vom 14. Februar heißt Fieber und Flucht. Und es geht um den grippekranken Alfred Kerr. Sagt Ihnen vielleicht was, war ein legendärer Kritiker, Theaterkritiker, vor allen Dingen in Berlin, vor dem die Theatermacher zitterten. Er war schon im Vorfeld ein offener Gegner der Nationalsozialisten und an diesem 14. Februar, als er krank zu Bett liegt, bekommt er einen Anruf und zwar von einem Polizisten. Natürlich ist alles in diesem Buch belegt. Dieser Polizist warnt ihn, dass sein Pass am nächsten Tag eingezogen werden soll. Und so flieht Alfred Kerr noch am selben Tag im Zug nach Prag. Ohne Arbeit, ohne Geld, ohne Sprachkenntnisse und vorerst ohne seine Familie. Kleines Sternchen dran, Judith Kerr sagt Ihnen vielleicht was, hat später im Exil in London seine Tochter das vielleicht berühmteste Kinderbuch über den Nationalsozialismus geschrieben, als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Also die Odyssee fing mit Prag an und war da lange noch nicht zu Ende. Bis zu den sogenannten Bücherverbrennungen im Mai 33 sollten ja noch einige Monate vergehen, aber Wittstock nennt den Februar 33 den Monat, in dem sich alles entschied. In rasender Geschwindigkeit änderten sich die Lebens- und Arbeitsbedingungen. 4 Wochen nach Regierungsantritt waren alle wesentlichen Bürgerrechte per Notverordnung außer Kraft gesetzt, der Rechtsstaat in weiten Teilen aufgelöst. Das große Töten, so Wittstock, begann später, aber schon jetzt entschied sich, wen es treffen wird, wer fliehen muss und wer vielleicht im Windschatten der Täter sogar Karriere machen wird. Das Schlusskapitel ist mit der Überschrift, wie es weiterging, 33 Lebensabrisse versehen und man liest es natürlich atemlos. Umfangreiches Register, wie bei Herrn Knobelsdorfer, da erschließt sich auch noch mal vieles und man erfährt, dass Wittstock viele Quellen benutzt hat, die noch nie verwertet worden sind. Und nebenbei, und das fand ich auch großartig bei dem Buch, hat man den Wunsch, in vielen der erwähnten, einst verbrannten Bücher dringend wieder zu lesen oder sie erstmals zu entdecken.